Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Der FC war so ein klein wenig zur Fahrstuhlmannschaft verkommen. Aber seit da wieder Ruhe eingekehrt ist, geht der Weg eindeutig nach oben. Und das ist natürlich klasse. Das ist so ein sympathischer Verein. Und es wäre den Kölnern zu wünschen, dass sie wieder ganz oben angreifen können. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Anstoß Köln. Und damit läuft diese Partie. Schöner Pass. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Da ist die Chance. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Robert Tesche. Viel mit Auge. Guter Steilpass. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Abwehr macht zu. Kann jetzt über den Flügel kommen. Ball kommt in die Mitte. Ja, den muss er besser klären. Abwehr kann erstmal durchatmen. Sie gehen dazwischen. Mit Auge. Tja, das war keine gute Flanke. Das muss ein Elfmeter sein. Jetzt wollen sie hier das 1-0. Er hat ihn! Kein Tor! Riesig gemacht vom Keeper. Der Ball kommt rein. Erstmal der Befreiungsschlag. Und jetzt ein Schuss. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Skiri, er fängt diesen Pass ab. Kwasi Okiere-Vrid. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt der Eckball.
und sie können klären. Sie verlieren hier den Ball. Benno Schmitz. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da wäre die Chance über außen. Abwehr muss aufpassen. Da kommt er noch an den Ball und bringt ihn über die Latte. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Da kommt die Ecke. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Jetzt der Vorstoß. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Die Ecke kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Chance zur Führung. Gehalten. Macht er gut. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der Treffer lag in der Luft. Der kann gerade noch klären. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Davy Selke. Jetzt schießt er. Da hat er Pech. Und jetzt werden sie wechseln. Auf außen ist jetzt Platz. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Setzt sich durch. Und die Möglichkeit. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Wird das seine Torchance? Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Keins. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Davy Selke. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Davy Selke. Florian Kainz. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Er wechselt zwei frische Leute ins Spiel ein.
Davy Selke. Schönes Zuspiel. Im Rücken der Abwehr gelauert, da braucht es gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist Abseits, aber... Wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance und dann wird's richtig gefährlich. Und jetzt wollen sie wechseln. Geht dazwischen. Sie kommen über den Flügel. Ist es das jetzt? Ja, ganz energisch. Ball ist weg, Gefahr erstmal bereinigt. Das frühe Stören jetzt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Davy Selke. Er holt sich den Ball. Gefährliche Szene. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Klasse Pass. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Und dann ist der Ball weg. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Er zwingt diesen Ballverlust. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ballerobo. Gleich ist dieses Spiel vorbei und die Gastgeber müssen noch was tun. Noch sind sie hier knapp hinten. Ja, sie machen es spannend, aber... Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel. Jetzt wechseln sie hier aus. Oh, misslungene Befreiung hier. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Fängt diesen Ball ab. Guter Pass jetzt. Kein Problem, ganz sicher. Sie können hier jetzt den Deckel drauf machen bei dieser Ecke. Ecke kommt. Da rettet er für den Keeper. Damit hat er keine großen Probleme. Wieder Ecke. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben. Woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich... Ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient.